und trinkt niemals von der Vorderseite der Teeschale. Hey Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Der Weg des Tees. Ich bin Anne und ich gebe euch jetzt ein paar Tipps für eure erste Teezeremonie. Bevor wir anfangen, wollte ich noch dazu sagen, dass dieses Video von Japanwelt gesponsert wurde. Sie haben mir diese Teeschale und Kaishi zur Verfügung gestellt. Das werde ich also im heutigen Video und vielleicht auch in dem einen oder anderen kommenden Video benutzen. Eine gute Sache hat das aber noch, ihr könnt am Ende des Videos einen 20-Euro-Gutschein gewinnen, also bleibt dran. Ich fand es ziemlich schwer zu überlegen, was ich euch am besten für eure erste Teezeremonie mitgebe. Ich hatte erst überlegt, einen ganzen Ablauf durchzugehen, doch ich dachte, das ist für den Anfang viel zu viel. Deswegen haben wir heute einfach nur 5 Tipps, die ich euch mitgeben möchte, damit eure erste Teezeremonie kein Reinfall wird. Tipp Nummer 1. Niemals der erste oder der letzte Gast sein. Bei der Teezeremonie sitzen alle Gäste nebeneinander, von rechts aufgereiht nach links, manchmal auch ums Eck, aber auf jeden Fall der Gast, der am weitesten rechts sitzt und keinen rechten Nachbarn hat, das ist der Hauptgast. Der Hauptgast hat besondere Aufgaben. Ähnlich ist es mit dem letzten Gast. Das heißt, der erste und der letzte Gast sind bei den Schritten involviert, die einem bestimmten Ablauf folgen. Wenn man eben öfter mit Teezeremonie zu tun hat und halt auch aktiv Teezeremonie übt, dann hat man diese Schritte in der Übung durchaus schon mal durchgesprochen oder sogar durchgeführt. Deswegen empfehle ich aber auf jeden Fall, für die erste Teezeremonie irgendwo in der Mitte zu sitzen, sodass ihr einen rechten und einen linken Nachbarn habt. Dann habt ihr keine Probleme. Tipp Nummer 2. Richtig sitzen. Bei der Teezeremonie, aber auch bei vielen japanischen traditionellen Sportarten oder allgemein traditionellen Dingen, sage ich jetzt einfach mal, ist Seiza ein sehr wichtiges Element. Seiza ist sozusagen das kniende Sitzen auf den Fersen. Wenn man es wortwörtlich übersetzt, bedeutet Seiza aber einfach nur das richtige Sitzen. Das kann man jetzt interpretieren, wie man das möchte. Vor allen Dingen ist es aber auch ein Sitz, in dem man so wenig wie möglich Platz beim Sitzen auf dem Boden einnimmt. Gerade im Vergleich zum Schneidersitz oder anderen Sitzarten ist Seiza eben wirklich sehr platzsparend. Wie genau sieht das Ganze aus? Man kniet sich hin und legt die Füße flach auf den Boden und versetzt man sich dann mit seinem Popo auf die Fersen und legt seine Hände aus den Schoß und bei der Teezeremonie liegt vor allen Dingen die linke Hand auf der rechten Hand obendrauf. Für manche ist es ein bisschen einfacher, wenn man die Füße so ein bisschen überkreuzt. Für manche ist es besser, wenn sie parallel sind. Wenn man viel in diesem Sitz sitzt, ist man das durchaus gewöhnt. Wenn man das aber nicht so oft macht, kann dieser Sitz ganz schön schmerzhaft werden, weil die Beine einschlafen. Und selbst vielen Japanern und geübten Seiza-Sitzern, auch mir, geht es öfters mal so, dass nach einer Weile dann doch die Beine einschlafen. Es kommt immer so ein bisschen drauf an, wie formell oder nicht ganz so formell die Teezeremonie ist, an der ihr teilnehmt, aber oft wissen die Gastgeber, dass das heutzutage selbst für Japaner nicht mehr so, ja, dass sie es nicht mehr so gewöhnt sind, in Seiza zu sitzen und fordern die Gäste daher oft auf, sich entspannt hinzusetzen. Das heißt, manche setzen sich dann in den Schneidersitz hin, bei manchen gibt es kleine Hocker, auf die man sich dann hinsetzen kann. Manchmal reicht es aber auch nur, seine Beine so ein bisschen seitlich zu legen. Was ich mit diesem Tipp erreichen möchte, ist, euch das Bewusstsein für dieses Sitzen zu geben und aber auch euch die Angst so ein bisschen davor zu nehmen, weil es eben heutzutage wirklich nicht mehr überall erwartet wird. Und probiert es vielleicht ein, zwei Mal vorher aus, ob das Ganze was für euch ist, und wenn es halt gar nicht geht, das kann natürlich auch sein, dass es aus gesundheitlichen Gründen oder so nicht geht, dann ist es vielleicht auch nicht schlecht, das vorher anzusprechen und dann wissen die Gastgeber nämlich auch einfach Bescheid. Tipp Nummer 3. Was man bei der Teezeremonie so trägt. Diesen Tipp zu formulieren fand ich echt schwierig, weil da mehrere Sachen reinspielen, aber das Wichtigste als allererstes ist, tragt weiße Socken. Man sitzt bei der Teezeremonie üblicherweise auf Tatami-Matten. Und Tatami-Matten sind sehr empfindlich, gerade was heutzutage Stoffe angeht und Färbungen, die dann eben abfärben. Und das möchte man möglichst vermeiden, deswegen im Idealfall tragt ihr weiße Socken, die dann eben auf den Tatami-Matten auch keine Spuren hinterlassen. Der nächste wichtige Punkt ist, tragt keinen Schmuck. Bei der Teezeremonie berührt man auch als Gast sehr viele Utensilien und vor allen Dingen die ganzen Teeschalen und Keramiken.
Und man möchte möglichst vermeiden, mit Schmuck, Armbändern, Uhren, Ringen etc. irgendwelche Kratzer oder Beschädigungen an den Utensilien zu hinterlassen. Und deswegen ist wirklich eigentlich fast eine kleine Regel, dass man keinen Schmuck trägt, gerade an den Händen und Armen. Aber auch Ketten oder sowas sind eher unüblich in der Teezeremonie. Und deswegen tragt ihr im Idealfall am besten einfach gar keinen Schmuck. Und der letzte Punkt zu diesem Tipp ist: Tragt etwas Bequemes. Wir haben eben schon darüber geredet, wie man bei der Teezeremonie sitzt. Das kann auf Dauer echt unbequem werden und das kann noch unbequemer werden, wenn ihr was super Enges anhabt. Also gerade was die Beine angeht, empfehle ich euch, tragt lieber eine etwas weitere Hose, eine locker sitzendere Hose oder vielleicht für die Mädels auch einen Rock, weil dann könnt ihr durchaus ein bisschen länger so sitzen und es kneift und zwickt nicht alles. Natürlich ist es so, dass man traditionell ein Kimono trägt. Wenn das aber jetzt eure erste Teezeremonie ist oder auch generell, wird eigentlich nicht erwartet, dass ihr unbedingt in einem Kimono teilnehmt. Ich selber besitze bisher auch noch keinen Kimono. Es ist natürlich trotzdem so, dass ein Kimono was Besonderes ist. Das heißt, ihr könnt es schon ein bisschen schicker anziehen, aber ich empfehle euch, zieht trotzdem etwas Bequemes an. Tipp Nummer 4: Trinkt niemals von der Vorderseite der Teeschale. Ein kleiner Exkurs. Jede Teeschale hat einen sogenannten Schomen. Schomen bedeutet so viel wie Vorderseite der Teeschale. Das ist in den meisten Fällen die Stelle der Teeschale, wo außen das größte oder schönste Bild drauf ist. Das ist oft recht leicht zu erkennen. Aber bei eher einfarbigen Teeschalen, wie zum Beispiel der, die ich von Japanwelt bekommen habe, ist es eher schwieriger festzulegen, wo dieser Shomen, also diese Vorderseite ist. Aber da gebe ich euch den Tipp, ihr bekommt die Teeschale von dem Gastgeber so, dass die Vorderseite zu euch zeigt. Das heißt, wenn ihr die Teeschale so nehmt, wie sie vor euch dann steht, dann zeigt die Vorderseite sozusagen genau zu euch, ist euch gegenüber. Und wenn ihr dann trinkt, dann dreht ihr die Teeschale zweimal ein kleines bisschen nach links, also im Uhrzeigersinn, sodass die Vorderseite dann ungefähr auf 9 Uhr zeigt, also dass ihr die um 45 Grad gedreht habt. Und von der Stelle könnt ihr dann trinken. Das Ganze macht man, weil man eben der Teeschale, also der Keramik gegenüber, den Respekt erweisen will und die Schönheit dieser besonderen Stelle wahren möchte und eben dann nicht von dieser Stelle trinkt, sondern sich eine andere Stelle aussucht, die eben nicht ganz so schön ist. Trotzdem bekommt man die Teeschale eben mit der Vorderseite, damit man das Bild wertschätzen kann und sehen kann. Ich hoffe, das macht irgendwie Sinn. Aber ganz wichtig auf jeden Fall, dreht die Teeschale zweimal nach links und trinkt niemals von der Vorderseite der Teeschale. Und mein letzter Tipp, der euch hoffentlich in jeder Situation helfen wird, ist, macht einfach alles eurem rechten Nachbarn nach. Ich habe vorhin schon erwähnt, dass der Hauptgast ganz rechts sitzt und die Leute dann nach links aufgereiht sitzen. Und auch von rechts wird begonnen, den Tee zu trinken. Das heißt, derjenige, der rechts von euch sitzt, muss eben alles, was man so während einer Teezeremonie machen muss, vor euch machen. Das heißt, ihr könnt einfach versuchen, immer darauf zu achten, was er so macht oder sie, je nachdem, und das möglichst genauso nachmachen. Auch wenn ihr euch mal nicht sicher seid oder mal das Gefühl habt, ihr habt gerade irgendwas vergessen, dann ist es immer nicht schlecht, einfach mal rüber zu luxen und zu denken, ach ja, genau so, so war die Reihenfolge. Und von daher ist das der Tipp, der euch hoffentlich wirklich in jeder Situation helfen kann. Das waren meine 5 Tipps für die erste Teezeremonie. Ich hoffe, dass sie euch helfen, wenn ihr mal an einer Teezeremonie teilnehmt oder auch, dass ihr sie einfach nur interessant fandet. Und jetzt kommen wir noch kurz zum Gewinnspiel. Wie am Anfang schon erwähnt, könnt ihr einen 20-Euro-Gutschein für Japanwelt gewinnen. Japanwelt ist ein Online-Shop, wo ihr verschiedene Dinge kaufen könnt, die eben aus Japan importiert werden. Da gibt es Dinge für Teezeremonie, aber auch zum Beispiel Möbel, Lampen, Kimonos, alles Mögliche, was ihr euch so vorstellen könnt. Da könnt ihr einfach mal reinschauen in den Online-Shop, den verlinke ich euch unten. Das Gewinnspiel startet mit dem Upload dieses Videos und läuft bis zum 31. März. Um an dem Gewinnspiel teilzunehmen, müsst ihr mir sagen, was diese beiden Kanji bedeuten. Das müsst ihr mir in die Kommentare schreiben und dann werde ich nach dem 31. März einen Livestream hier auf YouTube machen, wo ich zufällig jemanden aus den Kommentaren aussuche, der die richtige Antwort geschrieben hat. Und damit sind wir am Ende des Videos angekommen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, wünsche euch ganz viel Glück beim Gewinnspiel und ich sage ciao und bis zum nächsten Video.